So, der Krampf gegen den Kirin ist abgeschlossen. Das war, ja, definitiv nicht so schön, die Quest. Aber gut, wir gehen mal nach Berna und reden da mit ein paar Leuten. Wir haben ihn auf jeden Fall erledigt und damit sollte Queststufe 9 erledigt sein. Und damit können wir dann bei Queststufe 10 weitermachen und dort die ersten Monster platt machen. Und ich glaube, ich weiß noch ganz genau, was uns da als erstes erwartet. So, erstmal erwartet uns der Berner-Chef, der uns vielleicht Glückwunsch sagen will. Mal gucken. Jäger, ich hörte, der Walztrax wurde nach allen Regeln der Kunst niedergestreckt. Die Macht des Areotoriums ist nun unbestritten. Es liegt noch einiges vor euch, doch ich bin sicher, du und der Wilmanteurer werdet unaufhaltsam sein, wenn ihr zusammenarbeitet. Jäger, du bist der Stolz des Areotoriums. Bitte nimm diese Ausrüstung als Zeichen meiner Bewunderung an. Sie wird dir sicher von Nutzen sein. Ein Flammenohrring. Stimmt, wir haben den Drachenohrring, glaube ich, ja bekommen, nicht wahr? Müssen wir uns dringend mal angucken. So, dann reden wir nochmal mit dem Karawanenchef. Oh, kriege ich seine Stimme noch hin? Och, der Karawanenchef, ne? 4 Ultimate. Schöne Zeiten damals. Sehr, sehr schöne Zeiten. Hey, Jäger. Gut, dass dein Kopf immer noch fest auf deinen Schultern sitzt. Und trotz all des Lobes kein Stück arrogant. Hör mal, ich hab da was, das dich interessieren könnte. Es gibt da ein abgelegenes vivianisches Dorf namens Katar. Tief in den Bergen, echt schwer zu finden. Aber deren Großguru hat mir eine dringende Nachricht geschickt. Es scheint, dass sich ein Shagaru Magala im Heiligtum am Himmelsberg eingenistet hat. Der Shagaru Magala ist ein Drachenältester mit wunderschönen weißen Schuppen. Er aber leider schrecklich wild. Vor allem aber ist es eine monströse Monsterlegende. Als Abenteurer muss man ihn gesehen und erlebt haben. Wenn du ihn erledigst, ermöglichst du damit vielen Leuten ein Leben in Sicherheit. Viel Glück auf der Jagd, Jäger. Das war irgendwie nicht ganz seine Stimme, aber so ein bisschen. So, fortgeschritten, Drachenrache. Okay. Das ist eine weitere Semi-High-Rank-Quest. Habe ich ja letztes Mal schon erklärt, also die letzten Male, wie das funktioniert. Dass es ja damals mit dem Jäger anging und so. Das sollte eine der weiteren Quests sein. So, Katzenerin, du hast neue Zutaten, genau. Was haben wir denn da bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Wirrwarr Gelbbräu, genau, richtig. Das können wir mit dem Prosciutto für Angriff L kombinieren, okay. Locklack Erdnüsse, Verteidigung L, das gefällt mir. Verteidigung L ist nie ungern gesehen. Donnerabwehr L. Und eine Berner Aubergine für Feuerabwehr L. Nice. Oh, es geht noch weiter. Eisabwehr L. Na gut, okay. Muss natürlich alles noch kommen. Klar, Wasserabwehr L. Das war klar. Und der Jumbo-Fisch für Drachenabwehr L. Ich weiß zwar nicht, weswegen der das gibt, aber gut. Schön. Haben wir einige neue Rezepte. Und dann reden wir natürlich noch mit der Gildenjungfer. Machen wir so ein bisschen die 4 Ultimate-Tour. Es ist erledigt. Die Kircherwacher Zusatzseite ist nun fertig. Komplett mit einer Skizze des Bebenangriffs, der dich auf die Bretter geschickt hat. Ich habe mir solche Mühe gegeben und rate, der Anwerber meinte, meine Arbeit sei voller Persönlichkeit und fragte, ob ich nun seinen Seregios erforschen und seine Brille signieren könnte. Frei nacherzählt, für uns bedeutet das, dass wir jetzt einen Seregios jagen. Und mit wir meine ich natürlich dich. Könntest du also bitte für mich in der Vulkanmulde einen Seregios fangen? Das ist meine letzte Bitte, versprochen. Schau, das ist mir wirklich wichtig. Meine Zukunft steht auf dem Spiel. Du wirst mir doch helfen. Komm sicher wieder zurück. Berühmtheit Seregios. Okay. Jägerlager 7-Sterne-Quest. Die ist auch noch... Nee, halt, warte. Sind wir nicht gerade bei 7 Sternen? Ich weiß es gar nicht. Doch, klar. Weil Seregios ja 7 Sterne sein muss. Den haben wir ja erst gemacht. So, reden wir noch mit der Dame und dann ist mal gut. Verlässliche Dörflerin. Oh Jäger, wie gut, dass du da bist. Bitte hilf uns. Es tut mir leid, dass ich gerade die Fassung verloren habe, aber wir haben ein echtes Problem. Berner hat zusammen mit der Vykademie eine Karawane eingereicht, die mit entlegenen Dörfern handelt. Eingerichtet, so rum. Sie war gerade auf dem Weg zurück, bis an die Belastungsgrenze bepackt, als sie von Monstern angegriffen wurde. Die Teilnehmer konnten sich gerade so in Sicherheit bringen, sitzen jetzt aber da draußen fest und kommen nicht weg. Es ist wohl nur die Frage der Zeit, bis der Tigrex das Lager verwüstet oder der Rattalus die Zelte verbrennt. Du bist der Einzige, der sie noch retten kann. Du musst diese Monster einfach vertreiben. Es ist so, als ob ein paar der fiesesten Typen des Jura-Grenzlandes zusammen versuchen, uns den Tag zu vermiesen. Ich weiß, es ist viel verlangt, dass du sie alle jagst, aber du hast doch auch noch Kameraden dabei, oder? Zusammen schafft ihr das bestimmt. Ich schreibe es dir in dein Anfragenprotokoll. Bitte hilf uns. Okay, fortgeschritten. Die Goliaths. Oh, wow. Ah, 6-Sterne-Dorfquest, okay. Nee, 6-Sterne-Dorfquest? Ach so, mit Kameraden meinen sie die Katzen. Na toll.
Jetzt muss ich zusammen mit meinen Katzen die ganzen Viecher erledigen. Aber fortgeschritten, 6 Sterne, sollte ja dann auch heißen, dass es eine weitere niederrangige ist. Genau, Drachenrache und die Goliaths. Tigi Rattolos Lavenus, das ist eine fiese Quest, vor allem wenn man sie halt eben alleine machen muss. Und vor allem, wenn sie eben semi-High-Rank ist. Okay. Das war eine interessante Jagd. Machen wir ja irgendwann im Stream. Ein sicher ganz normaler Komet. Okay, schön. Ach ja, der Walztax kommt jetzt in verschiedenen Gebieten, oder wie? Ah, das ist schön. Das ist ein schöner Questname. Im Jorgen Gänzland ist ein Komet niedergegangen. Ich hoffe, das ist nicht das Vorzeichen einer Apokalypse, von dem alle reden. Wahrscheinlich ist es nur ein Stück Gestein. Aber falls es doch ein uralter Drache oder so ist, würdest du dort nach dem Rechten sehen? Schön, so. Vielleicht ist da doch ein Drache gelandet. So, wir machen jetzt aber auf jeden Fall die Seregios Feuertaufe. Das wird ein Spaß. Seregios hat eine Donnerschwäche. Und die werden wir definitiv auch ausnutzen. Jetzt will ich nur mal schauen, was sind denn diese Ohrringe? Der Kometenohrring, das war das, genau. Die werden mir wahrscheinlich einen Effekt wiedergeben, so wie Ohrringe schon immer waren, nicht wahr? Ohrring für jene, die der Gefahr widerstehen, erhält die Kometenmacht eines Drachen. Okay. Drachenangriff plus. Ja, wow. Ein Flammenohrring ist Feuerangriff plus. Ja, ist ja heftig. Nee, also vielleicht, aber nee, eigentlich eher nee. Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, dann wird meine Antwort darauf, glaube ich, eher nee sein. Ist zwar eine nette Idee, aber ja, bringen tut's halt eben überhaupt nichts. Da jetzt den Drachenangriff oder den Feuerangriff hochzubringen. Es wird wahrscheinlich in anderen Dörfern dann auch noch sein, aber ja, wie gesagt... Kein großes Interesse daran. Größeres Interesse hätte ich jetzt daran, mal zu überlegen, wie wir jetzt den Seregios platt machen. Westen ja mit einer Donnerwaffe. Wieso kommt mir die da irgendwie so gelegen? Ich will doch einen Seregios nicht mit einer Switch-Axe erledigen. Das wird nicht gut enden, das weiß ich. Ansonsten hätten wir noch das eifrige Hackbeil. Sehr gute Waffe. Ich will halt bloß nicht immer zu viel Langschwert spielen, das ist halt das. Aber auf der anderen Seite, eigentlich, ja, gegen einen Seregios wäre es vielleicht sinnvoll. 150, 45, du hast 120, 30. Du bist halt auch nicht so gut. Können wir irgendwas davon aufbessern? Das wäre jetzt halt die nächste Frage. Können wir mal kurz gucken hier. So, verbessern. Nee, hier verbessern. Das Geläut. Ja, ich meine, verbessert wäre die auf jeden Fall gut. Und wir können ja Kirin jetzt schon erledigen. Das heißt, das müssten wir mal tun. Ja, die wird dann auf jeden Fall deutlich besser. Und das eifrige Hackbeil. Das ist die Krechtsklinge. Die würde ich auch gerne verbessern. Wir können die zum Donnerschlag machen. Aber da ist die hier gerade definitiv sinnvoller. Braucht halt Ferrus Schockpanzer. Das haben wir gerade nicht. Der heulende Geist. Okay, Tigrex. Interessant. Warum zur Hölle hat Tigrex Donnerelement? Das ist komisch. Die Donnerschlag, die wird vielleicht gut, aber im Moment ist sie halt noch ziemlich mäh. Die Teufelsklinge ist da halt deutlich besser im Moment. Man müsste jetzt halt nachgucken, ob die Donnerklinge besser wird. Oder der heulende Geist eventuell. Aber im Endeffekt wäre die gerade am sinnvollsten. Aber die können wir uns halt im Moment auch noch nicht machen. Aber ich glaube, ich würde auf die vertrauen. Ich denke schon. Langschwert kann da eigentlich ganz gut sein gegen Seregios. Wir haben gerade eben keine wirklich andere gute Donnerwaffe. Die hat halt kein Blau und die andere hat Blau. Soll ich Switch-Axe spielen? Wirklich? Warum tue ich das? Warum genau tue ich das? Das wird schon wieder sowas werden, wo ich mir dann denke, so warum zur Hölle habe ich Switch-Axe genommen gegen den Seregios? Weil der flattert auch die ganze Zeit wieder um dich rum und du hast keinerlei Möglichkeiten, ihn wirklich gescheit anzugreifen. Das ist halt das größte Problem daran. So einen Nullbären brauchen wir bei ihm bestimmt nicht. Aber das Fleisch, das wir essen können, Fallen nehmen wir auf jeden Fall mit. Eventuell können wir ihn fangen, falls er überhaupt irgendwie anzeigt, dass er fangbar ist. Irgendwie machen das Monster in letzter Zeit ja nicht irgendwie so gerne, dass...
dass sie zeigen, wann sie schwach sind. Habe ich da vielleicht noch was dabei? Ich habe auch bloß noch relativ wenig gebratene Steaks. Habe ich da nicht auch noch ein paar? Nee. Die Antwort lautet nein. Okay, ich muss hier definitiv gerade mal ein bisschen was zusammensammeln und zusammen kombinieren. Gott, wie leer ist denn meine Kombinationsliste? Danach habe ich gesucht. Das ist ja schon ein bisschen traurig hier. Müssen wir dringend mal ein bisschen was machen. Okay, wir haben noch ein paar Bombengehäuse. Wir haben hiervon noch ein bisschen was. Auch darum muss ich mich unbedingt mal kümmern, dass wir hier mal gescheite Materialien haben überall. Das geht auch in Streams relativ gut. Wenn man sich darauf halt eben konzentriert. Habe ich jetzt echt keinen... ja richtig, das gibt's hier ja gar nicht. Stimmt, da war ich wieder in World. Hier ist es der Sushi-Fisch, nicht wahr? Genau, hilft bei Blutung, richtig. So, ich hab dran gedacht. Ich habe wieder nach dem Fleisch gesucht, aber es ist nicht das Fleisch hier. Gut, dann können wir loslegen. Ich muss mal gucken, wo der genau kommt. Wir können mal hier mit dem Mädel reden. Das passt dann schon. Du bist in der Wüste, okay. Da war ich mir nicht mehr 100% sicher. Wir haben einige Monster in der Wüste. Jagan, Rayan, gut, das können wir dann danach machen, eventuell. Ich weiß gar nicht, was da noch so kommt. Brahadir, stimmt. Und dann Devil-Yo. Okay. Noch ein paar Viecher also, aber wir gehen erstmal in die Wüste. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Wüste es jetzt genau ist, aber wir werden sehen, schätze ich mal. So, Verteidigung. Da ist es ja eigentlich egal. Wir können hier irgendwas nehmen, was frisch ist. Nehmen wir Donnerabwehr. Warum auch nicht? So, schlaflos ist okay. Nichts, was ich jetzt unbedingt brauche, aber auch nichts, was mir schadet. Sehr schön. Dann würde ich mir hier... Nee, Berner Ausrüster. Wo ist denn hier so ein Händler da drüben? Würde ich mir hier ganz gerne noch dann Kaltgetränke kaufen. Weil davon haben wir auch bloß noch relativ wenig. Prima. Und dann legen wir los. Ich hoffe nur, das wird funktionieren. Halt! Ich habe keine Stile und keine Techniken ausgewählt. Das übersehe ich irgendwie auch immer so ein bisschen. Das war ganz gut, dass ich das gerade noch gesehen habe. Wie habe ich nochmal Energieklinge gespielt? Oder Switch-Axe, Entschuldigung, nicht Energieklinge. Mit Wagemut? Nee, Konter-Luftkampf? Nee, Luftkampf war so komisch, weil man dort in der Luft dann den Aufladeangriff machen musste. Konter. Ich habe Konter schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe keine Waffe, die ich mit Konter spiele. Es kann super schlecht sein, aber ich spiele die jetzt mit Konter. Trance-Hieb 3. Okay, entdeckt die Gegner ein, abgeschlossen von einer Elemententladung. Eine Neuausrichtung ist möglich, damit jeder Schlag trifft. Genau. Okay. Abgeschlossen von der Elementenladung. Mächtigster Hieb. Mächtige Wirbel. Okay. Wirbelsturm, mächtigster Hieb. Das klingt ja gar nicht schlecht. Dämonenaufruhr war, glaube ich, auch ganz cool. Sturmaxt. Geschickte Kalibrierung des Axtgewichts erlangst du eine Beweglichkeit, die an schier unmögliche grenzt. Außerdem erweitert sich dein Repertoire um einen vertikalen Hieb, der den Schwung der schnellen Bewegung auf idealweise nutzt. Müsste ich mal ausprobieren, aber jetzt nicht. Das ist halt eben so das. Das kann ich definitiv in Streams machen, aber definitiv nicht, während ich hier versuche, solo irgendein fieses Biest zu erlegen. Da wäre das eine ganz schlechte Idee. Probieren wir es mal so. Und nehmen natürlich die Quest an, das ist klar. Und probieren den Sarius zu erledigen. Ich hoffe mal, das wird keine 25-Minuten-Quest. Das ist langsam gut mit den überlangen Folgen. Wäre auch mal wieder schön, Monster wirklich, schnell zu erledigen, aber wir sind Ende High Rank, das passt glaube ich schon. Also, ich bin ein Anfängerjäger und wollte in der Wüste Materialien sammeln. Da kam plötzlich ein Sergios angeflogen und nun ja, es war jedenfalls ziemlich knapp. kenn ich. So, wir sind in der Freedom 2 Wüste, genau. Muss ich jetzt kurz überlegen, aber das hier ist die Freedom 2 Wüste. Ansonsten kennt man ja doch eher die Freedom 1 Wüste. Was, ich glaube, ich habe es damals schon gesagt. Hi, Komet. Ich dachte gerade, der kommt näher. Es sah gerade kurzzeitig so aus, als käme er näher. Ach, ich habe wieder keine Psychoseeren dabei. Das ist doof. Aber ja, ich verstehe es nicht ganz, weswegen da immer dann die, also ab dem Zeitpunkt eigentlich, schon bei 4 Ultimate, ja, dann eigentlich immer nur die Freedom 1 Wüste benutzt wurde, weil ich finde die Wüste so viel toller. Und das haben sie jetzt zum Glück in Gen Ultimate wieder eingesehen
Das haben sie ja zurückgebracht, worüber ich sehr glücklich bin. Weniger glücklich bin ich natürlich darüber, dass der Resegio schon wieder nicht da ist. Es ist sehr ärgerlich, dass wir jetzt schon wieder suchen können. Gut, dann suche ich kurz das Monster. Wir sehen uns gleich, wenn der Kampf beginnt. Und da fliegt er gerade weg. Na, großartig. Okay, wenigstens cutten musste ich nicht. So. Wo fliegst du hin? In diese Richtung, das heißt in die Wüste? Schätze mal in die Wüste. Weil da macht er da wahrscheinlich einen großen Bogen und fliegt dort entlang. Schauen wir mal. Ja, yes. Na also, okay. Hat keine 10 Minuten gebraucht. Schön. Hi, Seregios. Pluff. Seregios ist ja definitiv auch ein sehr, sehr cooles Biest, muss man sagen. Da er ja... Ich will gar nicht sagen, dass es eine vierbeinige Wimmern ist, aber er benutzt seine Arme halt so ein bisschen wie eine vierbeinige Wimmern. Er ist jetzt halt nicht wie ein Rattalos, sondern, wie gesagt, er geht schon sehr häufig auf alle Viere und benutzt daher dann eben so seine gewaltige Statur, sage ich auch mal, um einem damit so ein bisschen die Hölle heiß zu machen. Ist also definitiv ein cooles Biest. Gefällt mir sehr gut. Das war ein Konter. Schön. So, da können wir mal hier ein bisschen durchschnibbeln. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit der Energieklinge so alles machen kann. Vor allem eben wegen dem Konter. Aber der Konter gegen den Seregios könnte ganz gut sein, nicht wahr? Weil man da dann durch ein paar Blutungsangriffe schön durchrollen kann. Jetzt würde ich natürlich am liebsten gerne hier eine Elementeladung machen. So direkt mal einfach raus. Ja, okay, am Bein. Zack. Schön. Schön mal so ein Willkommensschaden. Das ist doch mal gar nicht schlecht. Wir haben jetzt natürlich wenig Chancen, was sein Flug angeht. Da hätte ich definitiv... Nein! Stimmt ja, der seitliche ist sein Pinangriff. Habe ich vergessen. Lass mich in Frieden. Hör auf, von mir rumzuhaken. Wenigstens keine Blutung. Ah ja, damit muss ich jetzt natürlich erstmal wieder klarkommen, dass ich jetzt alles kontern kann und dass ich es jetzt halt rechtzeitig auch kontern muss. Das ist jetzt halt wieder ein bisschen neu. Zack, war am Arm, aber war ein Flugangriff, also ein Sprungangriffstreffer. Ich dachte, er kommt nochmal. Ja, nochmal auf den Arm. Ich glaube, es ist bei ihm... Ja, ich weiß gar nicht. Wenn man bei ihm die Flügel zerstört, hat er dann auch Probleme beim Landen? Okay, jetzt ist er auf jeden Fall aggro. Jetzt müssen wir natürlich sehr aufpassen. Ich glaube, jetzt fliegt er mehr. Ja, so viel dazu. Er rennt mich auf jeden Fall mal direkt um. Das war schön. So, wir können mal aufs Schwert wechseln, auch wenn wir dadurch ein bisschen langsamer sind. Wir können auf jeden Fall mehr Schaden machen, vor allem da unsere Fiole ja wieder voll ist. Oder unsere... Wie nennt man das hier? Weil Fiolen sind es ja eigentlich bei der Energieklinge. Hier sind es aber wahrscheinlich auch Fiolen, keine Ahnung. So, da kann er seine Stacheln schießen, das ist klar. Können jetzt mal schön in seine Richtung rennen. Ah, da hat uns eine Blutung getroffen, aber zum Glück nicht die andere. Okay. Ich treffe gar nichts. Super. Ich und Konter, ne? Das hat noch nie so wirklich funktioniert. Ich habe meine Konterwaffe noch nie gescheit gespielt. Oh, okay. Und der zweite. Nee, nicht der... Hä? Wieso macht der den zweiten nicht? Sehr merkwürdig. Oh, mein Gott. Das war gefährlich. Okay, jetzt sollte mal ganz kurz ein bisschen Ruhe geben, damit ich einen Thornshieb machen könnte. Das wäre sehr schön, aber während der Agro ist, können wir das, glaube ich, gerade so ein kleines bisschen vergessen. Ja, das war schön. Ich meine, ja, wie gesagt, Konter ist ja keine schlechte Fähigkeit. Man muss bloß wieder damit klarkommen, dass man jetzt eben den Konter hat. Dann wird das auf jeden Fall auch wieder besser laufen. Okay, er wäre auch wieder normal. Wenn jetzt mal ganz kurz, wie gesagt, ein bisschen Ruhe geben würdest, aber das ist halt eben das große Problem. Wir haben eben hier und da schon gut Schaden machen können, aber er ist halt so unglaublich hyperaktiv. Ich glaube, das ist ein gescheites Wort für ihn. Er zappelt halt die ganze Zeit rum. Und deswegen ist er halt auch ein cooles Monster. Ich mag den Seregios sehr. Damals ja in Vieh Ultimate einer der großen Bösewichte, sag ich mal. Ah, schade. Hätte treffen können, hat's leider nicht. Aber wie gesagt, damals in Vieh Ultimate ja einer der großen Bösewichte. Und definitiv ein sehr gemeines Biest. Vor allem, wenn er dann im Apex-Zustand kam. Und ja, hat es hier theoretisch auch gut rüber geschafft, sage ich mal. Vertritt seinen Namen von damals definitiv sehr gut. Okay, der erste und der zweite.
Ich warte immer auf den zweiten Schwung, aber da kommt kein zweiter Schwung. Warum nicht? Kann er ihn bloß, wenn er aggro ist, oder wie? Keine Ahnung. Gott, waren die Angriffe langsam gerade. Okay, ich würde ganz gerne ja nochmal die Elementenladung machen. Jetzt? Ja, nee. So gar nicht. Ja. Nein, hör auf mir rumzuhacken. Nein. Okay. Wenigstens da ein schöner Angriff rein. Ja, guck mal, das sind drei schnelle Schläge gewesen. Prima. Das tut ja auch schön weh. Okay. Ich weiß nicht ganz, für wen die erste Runde ausgegangen ist. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, für uns. Keine Ahnung. Er wurde auf jeden Fall schon mal aggro und wir haben ihn gleich nochmal. Also auch nachdem er aggro war, dann nochmal ein bisschen verprügelt. Elementenladung haben wir nicht so sauber hinbekommen. Der Thrawseep hat halb getroffen. Also von dem her, ja, ich würde sagen, war ganz okay, die erste Begegnung. Aber ich glaube nicht gut genug für das, was wir bei ihm Schaden machen müssen. Weil ich schätze mal, dass die... Oh, er frisst schon was. Interessant. Weil ich schätze natürlich mal, dass die Monster jetzt auch wirklich gut zugelegt haben, was die Leben angehen. Deswegen, ja, mal sehen. Okay, ja, das hat doch schon mal wehgetan. Sehr schön. Ah, okay. Das hat seinen Kopf getroffen und der ist gleich wieder aggro. Das war gar nicht schlecht, würde ich sagen. Prima. Hey, da bist du immer durch den Wind gerollt. Auch interessant. So, ich glaube, Konter ist bei ihm gar nicht schlecht. Ich hätte ja Wagemut Langschwert bei ihm gespielt. Da hätten wir ja auch einen Konter gehabt, so gesehen. Deswegen... Also, da war der zweite Schwung. Jetzt dachte ich schon, dass er bloß noch einen Schwung macht. Aber kann das echt bloß, wenn er aggro ist? Vielleicht. Ich weiß es doch nicht. Ich kenne mich mit Seregius da jetzt auch nicht so gut aus. Okay. Natürlich habe ich aber jetzt den Thrawseep wieder, gerade dann, wenn er aggro ist, ne? Gerade da, wo es am wenigsten dann bringt. Gefährlich. Okay, das war bloß so eine Schulterramme oder sowas. Ja. Und das war bloß einer. Schweifhieb. Da sind wir schön durchgerollt. Prima. Wir haben eigentlich wieder genügend Aufladung, damit wir das gescheit machen können, als den Thrawseep. Ich würde ihn am liebsten jetzt auch raushauen, aber ja, wie man gerade eben sieht, es wird nicht viel bringen, weil er ist dann so schnell wieder weg. Wir können eigentlich auch nicht warten, oder es macht keinen Sinn zu warten, bis er dann mal umfällt oder sowas, weil das tut er. Also wir bekommen den Thrawseep ja schneller wieder. Ja, guck mal, das war ein guter Schlag. Und jetzt nochmal die Explosion, die hat eventuell getroffen. Er ist jetzt gerade auch erschöpft, also von dem her, ich würde sagen, das war gar nicht verkehrt, was wir gerade eben gemacht haben. Man muss es einfach ab und zu mal ausprobieren. Und der Thrawseep ist definitiv nicht so schlimm, was die Aufladung angeht. Den bekommen wir ja schnell wieder. Vor allem, wenn die Katzen ab und zu ein bisschen mithelfen, dann geht das ja fix. Okay, schön. Gleich ein weiteres Mal davon gejagt, ihn hingelegt, Thrawseep hat getroffen. Na, würde ich sagen, na toll. Die Katzen haben natürlich gerade wieder eine Falle gelegt, als das Monster wegfliegt. Ja, da hinten, aber da kommen wir vielleicht nochmal hin. Ah ja, so generell gesehen, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Sag ich jetzt mal, gar nicht so schlecht. Das können wir auf jeden Fall ganz gut ausnutzen. Er sabbert immer noch. Das ist halt so ein bisschen das Problem an dem Gebiet. Die Karten sind teilweise unglaublich groß. Vor allem die Wüste hier eben. Okay, da wäre ich eh viel zu spät gerollt, aber naja, ein Versuch war es wert. So, hauen wir hier mal ein bisschen mit der Axt drauf, um überhaupt mal wieder ein bisschen... Du fliegst schon wieder weg? Was zur Hölle? Wohin? Naja, bye auf jeden Fall. In welche Richtung? Wieder in das kleine Gebiet? Der frisst wahrscheinlich gleich wieder was, oder? Nee, er fliegt tatsächlich darüber. Okay, dann versuchen wir ihm mal zu folgen. Auch wenn es eine halbe Stunde Fußmarsch bedeutet. Aber er fliegt in das andere kleine, kühle Gebiet. Also beziehungsweise, ja genau, in das größere kühle Gebiet. Weil er war am Anfang eher hier. Jetzt gehen wir aber da nach oben drüber. Und hoffen mal, dass wir da gut noch ein bisschen erledigen können. Vielleicht futtert er wieder was. Tatsächlich schon. Das heißt, wir könnten gleich versuchen, eine... Ja, wow, okay. Nee. Da war er sehr schnell fertig mit dem Futtern. Ärgerlich. Ach, da habe ich die Kombo nicht gescheit hinbekommen. Das war auch ärgerlich. Das könnte treffen. Ja, nice. Sehr schön. Das war cool. Dass er da gerade noch so sein Gesicht hingehalten hat. Manchmal muss man es eben probieren, nicht wahr? Das ist halt, glaube ich, so wirklich das, was man hier von dem Kampf lernen kann. Manchmal muss man einfach probieren, etwas durchzuhauen.
Auch wenn es nicht so aussieht, dass es so viel bringt. Aber das ist halt auch das Schöne. Die Switch-Axe ist da sehr viel flinker als die Energieklinge. Wenn man so ein Hyper-Discharge raushaut bei der Energieklinge, dann ist es halt, dann ist sehr viel Arbeit verloren gegangen, wenn der nicht trifft. Wenn jetzt so eine Energieentladung nicht trifft, das ist ja nicht so schlimm, sag ich mal. Weil die baut man ja passiv auch wieder auf. Ich würde jetzt ganz gerne versuchen, dich zu reiten, aber es ist gerade eben schwieriger gemacht als gesagt. Komm schon. Nice. Da haben wir zu Boden gelegt. Wir haben jetzt leider nicht wirklich viel Aufladung. Okay, gut. Das heißt, den Trosshieb können wir, glaube ich, vergessen. Ach, da macht er super spät, stimmt. Dieses Fallen lassen. Damit kann man dann, oder damit muss man dann rechnen. Aber egal. Das könnte aber reichen für den Trosshieb, von der Energieentladung am Ende. Schauen wir mal. Ich hoffe jetzt mal, dass es funktioniert. Ja, schade. Das war genau das, wovor ich Angst hatte. Egal, der Trosshieb ansonsten hat getroffen. Wäre eine super coole Abschlusskombo gewesen, aber da hatten wir leider zu wenig Energie dafür. Schade drum. Nein, nicht das Absoros. Au, meine Güte. Nein. Okay, beinahe die Blutung abbekommen. Dann nochmal schön, naja, ich wollte gerade sagen, schön in die Fresse, aber das hat überhaupt nicht getroffen. Das dafür schon eher, nee. Das war auch beinahe nochmal ziemlich knapp. Ach, komm schon. Nicht so, Serigios, nicht so. So, wir können ihm da auf jeden Fall nochmal schöne Schläge setzen. Wir haben auch beinahe wieder ein bisschen Aufladung parat. Das war schön, da habe ich versucht, am Schatten zu erkennen, was er tut. Und das hat zum Glück auch funktioniert soweit. Das war sehr schön. Das war ein fieser Angriff. Damit habe ich nicht gerechnet, dass du damit zurückfliegst und Stacheln machst. Wusste ich nicht mal, dass er das so wirklich kann. Okay, das ist bloß der eine. Ja, ich wollte gerade sagen, der zweite kommt ja erst, wenn er aggro ist. Das ist er zum Glück gerade eben nicht. Das ist eine sehr gute Sache. So, der Überkopf, ja. Da nochmal ein bisschen rein. Ja, sehr schön, da ist sein Kopf gebrochen. Wir können den Trosshieb wieder machen. Wäre natürlich jetzt am schönsten, wenn er sich gerade irgendwie hinlegen würde oder so, aber da ist er natürlich aggro, klar. Ist ja klar, weil ich habe den Trosshieb ja gerade eben. Natürlich ist er jetzt wieder aggro geworden. Okay, ich muss aber sagen, so wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, ist die Switch-Axe eigentlich eine coole Waffe. Also, vielleicht spiele ich sie gerade eben auch komplett falsch, aber sie macht wenigstens gerade eben Spaß. Und das ist ja schon mal so eine Hauptsache. Ah, schade. Hat das getroffen? Nee, ich glaube nicht. Wenn er einen Zentimeter weiter vorne gewesen wäre, dann hätte es echt gut Schaden machen können. Aber so, okay. So hat das leider gar nichts getroffen. Naja, gut. Gott, Katze! Nein! Okay, schade. Hätte treffen können, aber also, ich hätte es versuchen können weiterzumachen, aber man hat ja jetzt gesehen, dass es nicht geholfen hätte. Weswegen es ja eigentlich ganz gut war, dass ich es nicht gemacht habe. Nein. Das gleiche Schicksal will ich nicht. Was machen die Abzoros hier die ganze Zeit? Könnt ihr aufhören, mir im Weg zu stehen? Bitte. Da nochmal schön rein. Ja, ich komme nicht mehr überall durch gerade. Okay, aber er flüchtet. Ich habe leider keinen Farbball mehr auf ihm. Wo flüchtest du hin? In diese Richtung. Das heißt in die untere Wüste wahrscheinlich. Wäre jetzt so die einzige Sache, die mir gerade eben einfallen würde, wo das wäre. Schauen wir gleich mal. Ich wetze nochmal kurz nach. Ich nehme nochmal ein gebratenes Steak. Ja, komm. Hilft ja nichts. Alles andere wäre gerade Blödsinn. Und ein Kaltgetränk müssen wir auch nochmal nehmen. Dann sind wir wieder ein bisschen frisch dabei. Dann hoffen wir mal, dass er bald den Löffel abgibt. Auf der anderen Seite, wir könnten jetzt halt die Waffe auf jeden Fall schon verbessern. Das ist immer so ein bisschen blöd. Also wir spielen auf jeden Fall gerade nicht mit einer perfekten Waffe. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. Okay. Er hat uns auch schon wieder auf dem Schirm. Das ist gut, wir zum Glück auch. Das ist eh immer am besten, wenn man ja relativ schnell weiß, wo das Monster ist. Vorräte sind angekommen, das ist auch sehr nett. Okay, gefarbbald ist er wieder. Wir können hier noch ein bisschen mit der Axt draufhauen, damit wir ihn ja, oder damit wir ja die
die Energie wieder aufrechterhalten. Das ist ja eh schön, wenn wir da kombonen. Ich glaube, ich habe die Waffe auch schon mit Konter gespielt. Weil ich erinnere mich an diesen Doppelwirbel. Der ist eigentlich ganz cool. Damit kann man relativ schnell und gut Schaden machen. Okay, schon wieder Agro. Also wird relativ schnell Agro jetzt gerade. Hab ich so im Gefühl. Was ja eine gute Sache ist. Das war früh gerollt, muss ich dazu sagen. Das erstaunt mich gerade ein bisschen, dass das getroffen hat. Also, dass das noch funktioniert hat. Aber gut, ja, nehme ich hin. Das ist, wenn das Spiel das sagt, vollkommen okay. Trossieb ist wieder bereit. Das ist schön. Ja, ich wollte gerade sagen, sabberst du gerade? Aber nee. Das wäre jetzt natürlich zu schön gewesen. Wenn ich jetzt gerade den Trossieb machen könnte, während er sabbert. Aber das bekommen wir leider gerade nicht so geschenkt. Komm schon. Ah, lande bitte. Ach, natürlich der Doppel. Und er landet nicht in meiner Nähe. Schade. Ein paar Treffer waren es, aber nicht so viel. Ärgerlich. Okay. Er ist leider auch ein bisschen zu weit weg. Ah, das gibt den Zweierschwung. Ja. Der zweite ist halt super verzögert. Da muss man definitiv drauf achten. Ah, ich muss mal... Hey, Nebenquest. Ich weiß nicht, was die Nebenquest ist. Wahrscheinlich... Wow. Jetzt brechen wir aber alles. Aber ich schätze mal Flügel brechen. Sehr cool. Schweif ist auch gebrochen. Ich habe nochmal einen Farbball geworfen. Ich weiß nicht weswegen, aber okay. Kann man mal machen. Ja. Hey, geh nicht in meine Richtung. Muss man ja aber damit rechnen. Okay, Zugangriff geht auch mit der Waffe. Also mit dem Schwertmodus. Wusste ich jetzt gerade gar nicht, aber ich meine, macht natürlich Sinn. Wäre auch gerade wieder normal. Huch. Ich kann sagen, humpelst du weg, aber nee, das war aber bloß so ein Weglaufen. Ah, jetzt habe ich gerade nicht mit dem Schwert gezogen. Egal. Wie gesagt, ich muss das definitiv flüssiger machen, dass ich das Schwert wechsle. Das ist immer ein bisschen krampfig, das so zu machen. Oh, du sabberst? Nee, aber irgendwie bist du gerade langsam. Bam! Ich meine, das nehme ich ja auf jeden Fall, wenn du da gerade so rumwackelst bloß. Was tust du da? Okay, ich weiß es nicht. Das hat mal schön getroffen. Wir hätten wieder genügend Energie. Du bist auch wieder aggro, also er wird verdammt schnell aggro. Ich schätze mal, er humpelt beinahe. Ich könnte mir vorstellen, dass er fangbereit wäre. Ich meine, ist halt immer so eine Sache, ist ein reines Bauchgefühl. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er fangbereit ist. Mal sehen, vielleicht humpelt er ja. Oder vielleicht kippt er einfach wieder um. Wäre, wie gesagt, wäre ja auch nichts Neues. Okay, damit hat er voll den Sehverlust getroffen, schön. Nicht mal er kann Sehverlust leiden. Au, okay. Da habe ich ihn verloren. Und da habe ich auch nicht mehr genau gewusst, was er da jetzt machen wird. So, hier nochmal schön. Das waren definitiv keine guten Kombos. Aber wir haben den Trosshieb. Den machen wir auch gleich wieder. Er ist gerade relativ gut am Boden. Ja, komm, machen wir. Hauen wir raus. Okay, Waffenstärke ist gesunken. Ich dachte beinahe, er wäre gestorben. Aber das ist leider noch nicht passiert. Bam! Das war sein Flügel, glaube ich. Hoffe ich. Eventuell. Na, komm schon. Mit dem Trosshieb. Humpelt er weg oder nicht? Das war knapp mit dem einen Stachel, der mich beinahe getroffen hätte. Ah, nochmal schön. Wir treffen halt viel zu häufig den Flügel. Ich glaube, das ist das Problem. Okay, da kam nochmal der Zweier. Ja. Und der ist wieder normal. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wir treffen halt ständig den Flügel. Er humpelt. Yes! Wie schon vorhin gesagt. Er war fangbereit zu dem Zeitpunkt. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt in ganzer Ruhe den Schweif aufschneiden und können ihn danach dann fangen. Ein Pfähler. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Puh. Fiese Quest, aber ich würde sagen, die haben wir sauber hinbekommen. 15 Minuten, vielleicht knapp 20 Minuten. Aber dafür, dass unsere Waffe halt nicht, wie gesagt, nicht perfekt optimiert ist, würde ich sagen, ist das vollkommen okay. Er sollte in dem Gebiet sein. Ja, ich habe meine Karte noch raus. Hier von dem Gebiet. Und damit, wie gesagt, fangen wir ihn. Schön. Sehr, sehr schön. Das lief gut. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Sarigios, vor allem eben jetzt mit der Waffe. War ich mir wirklich nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ach ja, ich habe vergessen. Es braucht eine halbe Stunde, bis man hier eine Falle setzt. Richtig. Komm schon, bitte. Danke. Meine Güte. Nein, hör auf mich zu essen. Ist nicht wahr. Okay, jetzt. Meine Güte. Ja! Oh Gott, die Vespoiden.
Och, das wäre wieder typisch gewesen, ne? Wenn die mich jetzt noch platt gemacht hätten, also gelähmt hätten. Aber wir haben ihn gefangen. Hä, je. Wieso werden die Quests am Ende beim Fangen immer so kritisch? Keine Ahnung. Ach, schön. Schöne Quest, definitiv. Auch der Seregios, auch der Seregios, so rum. Ist sehr schön, dass er wieder dabei ist. Wie gesagt, ich mag ihn sehr. Sehr, sehr cooles Biest. Weil er halt so ein Hybrid ist aus vierbeiniger Flugwivern und normaler Flugwivern. Also so theoretisch ein Hybrid aus Nagakuga und Rattalos, sagen wir jetzt mal. Oder Nagakuga und Rattian. Dann hat man mehr so die Wirbel und so Luftdynamik. Also von dem her unglaublich cooles Biest. Halt so was ganz Eigenes eben. Was man davor auch noch nicht wirklich kannte. Und das gefällt mir halt eben sehr. Ein Querulant, okay. So viele... Ich habe noch nie wirklich rausgefunden, welche Items jetzt für was zählen beim Seregios. Die haben immer so abstruse Namen. Aber wie gesagt, ich habe da noch nie wirklich durchgeblickt. Dafür war mir der Seregios nie wichtig genug. Aber wie gesagt, cooles Biest. Auf jeden Fall. Und halt schön, dass er wieder dabei ist. Das ist ja definitiv... Also, dass er halt hier in Gen ist oder in Gen Ultimate. Weil er war ja von Anfang an dabei. Ich glaube schon. Weiß ich jetzt gerade eben nicht, welche Monster dazu gekommen sind. Manchmal denke ich nämlich, dass Monster neu dazugekommen sind in Gen Ultimate jetzt und nicht in Gen waren. Aber dabei waren sie die ganze Zeit schon dort und ich habe es bloß wieder vergessen. Und Seregios müsste eigentlich schon fest dabei gewesen sein. Ich glaube es zumindest. Keine Ahnung. Warte, war Seregios nicht sogar die dringende Quest? Da muss er ja. Ja, stimmt, ne? Ich glaube schon. Ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, Seregios war die dringende Quest. Daher muss er ja fest dabei gewesen sein. Ist auch egal. Wir haben ihn erledigt und wir schauen nach der nächsten Quest. Ist ja schlimm hier.